Bitte einen Riesenapplaus für Fee Brembeck. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich so, dass ich in diesem Haus spielen darf. Ich freue mich auch, dass ich in Hamburg spielen darf, weil ich ja ursprünglich aus Bayern komme. Und da bin ich wirklich froh um jeden Abend, wo ich nicht dort sein muss. Nee, Bayern und ich, das war kein Match, muss ich euch sagen. Es lag natürlich an mir. Ich habe einfach Eigenschaften, die passen da nicht gut hin. Ich trinke zum Beispiel keinen Alkohol. Ja, ich esse kein Fleisch. Und ich habe wirklich gar nichts gegen Ausländer. War schwierig in Bayern, ja. Und zu allem Überdruss bin ich auch noch Feministin. Ja, ich habe es gesehen. Hier ist so ein bisschen zurückgerutscht worden. Aber keine Sorge, ich habe nichts gegen Männer, ja. Noch nicht, ja. Nee, ich finde jetzt als Feministin, das ist mir auch wichtig, das auf einer Bühne mal so zu sagen, als Frau, weil ihr habt euch eh alles schon gedacht und da muss man es auch mal aussprechen. Ich bin ganz offensichtlich überdurchschnittlich intelligent. Ja, ja. Aber auch an der Reaktion wird es deutlich, das ist uns irgendwie als Gesellschaft bei Frauen gar nicht so wichtig, ne? Ja, das finde ich ganz seltsam, weil ich glaube, die Welt wäre total lustig, wenn wir da mehr Wert drauf legen würden und nicht immer nur so auf so Äußerlichkeiten. Ich glaube so, keine Ahnung, das Internet wäre voll mit so Videos wie Hallihallo meine Süßen, herzlich willkommen zu meinem Smarty Palace. Ihr kennt es alle, die Party fängt in 5 Stunden an und ihr wisst noch nicht, was ihr lesen sollt. Kein Problem mit meinen Brain Specials am Mittwoch. Die heißesten Recherchetipps habe ich euch hier unten in der Infobox verlinkt. Und da oben gibt es dann noch eine Friedrich-Schiller-Gesamtausgabe zu gewinnen. Das wäre doch super lustig. Ich glaube auch so in den öffentlichen Verkehrsmitteln, dann würden dann die alten Menschen den jungen Akademikerinnen den Platz anbieten. Die würden so sagen, Doktor vor Alter. Und dann würden die jungen Akademikerinnen sagen, naja, Gehirn liegt ja auch immer hinterm Auge des Betrachters. Ja, der dauert je nachdem, ne? Ich glaube zum Beispiel auch im Club, da würde einfach Lyrik laufen. Also so Ingeborg Bachmann, Heinrich Heine, woo! Oder Oper. Ja, die Kids würden richtig abdancen zu MC Puccini. Ja, ich kann es vormachen, kann man sich besser vorstellen. Oh, mio bambino caro. Danke, ich mache das professionell. Ja, also ich bin Tänzerin. Nein, ich habe Operngesang studiert tatsächlich. Ja, spannende Reaktion. Kenne normalerweise nur 2 Reaktionen darauf, wenn ich das sage. Entweder, hä? Ich dachte, dafür muss man fett sein. Oder so tagesformabhängig, Operngesang? Ja, sieht man. Es ist trotz allem, es ist ein tolles Studium, kann ich wirklich jedem auch empfehlen. Es ist einfach so nah an der Lebensrealität, es ist praktisch. Ja, zum Beispiel gegen sexuelle Belästigung tatsächlich. Ja, man kann viel lauter um Hilfe rufen. Nein, aber wir haben auch so tolle Fächer, wir haben zum Beispiel Fechten. Und das ist richtig elegant, also es ist mir kein Witz, leider früher manchmal passiert, dass mir Männer im öffentlichen Raum ihre Penisse gezeigt haben. Und das war für mich persönlich nie schön. Es mag an den speziellen Penissen gelegen haben, war nichts Schönes dabei, aber seit ich Fechten habe, passiert mir das nicht mehr. Ja. Nee, und ich glaube, das ist, weil ich jetzt immer meinen Degen dabei habe. Ja. Nee, ich glaube, die Männer trauen sich nicht mehr, mir ihre Penisse zu zeigen, weil die eingeschüchtert sind, weil mein Degen so lang ist. Ja. Aber ich würde natürlich damit auch niemanden irgendwie erstechen oder so. Ich denke mir an so eine Inglourious Bastard-Aktion. Also ich würde dann so nach vorne springen und dem einen Penis auf die Stirn ritzen. Oder eine Stirn auf den Penis. Ja. Danke, danke. Aber es hat alles seinen Sinn, dass wir so Bewegungsunterrichte haben im Operngesangsstudium. Einfach, weil es tatsächlich hilft beim Singen. Wenn man nur da steht, klingt scheiße. Und wenn man wirklich sich bewegt, manchmal reicht es auch schon nur, so den Arm mitzunehmen, es wird besser. Je mehr Sport man macht, desto besser klingt's. Ich habe was dabei für euch, ich würde euch was vorsingen. Und ich habe so ein bisschen Sport rein choreografiert. Weiß ich gar nicht, ob man es merkt. Es ist nur so ein bisschen. Und ihr könnt ja mal gucken, ob ihr mit euren ungeübten Ohren überhaupt einen Unterschied merkt. Ja?
bitte Musik. Vor Corona ging das noch. Sie küssen so heiß. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Liebe Leute, das war Fee Brembeck.